Es gibt viele Lieblingsszenen in dem Film, viele Lieblingsbilder. Am Anfang, wie der Kirov-Kran da in der Morgendämmerung aufs Gelände fährt. Ich finde, das ist ein sehr ikonisches Bild auch für den ganzen Film. Also da hat man so ein Foreshadowing, was passieren wird. Die Ausmaße dieses ganzen Projektes werden so ein bisschen klar, wenn man die kleinen Menschen neben dem großen Kirov-Kran sieht. Dann die Bilder natürlich, wie man in den Tunnel reinfährt, dieses unglaubliche Bauwerk da in diesem Riesenberg, finde ich ganz klasse. Und meine absolute Lieblingsszene ist natürlich die Szene, worauf sich alles konzentriert am Ende. Das ist die Einfahrt der Weiche und das Ablegen der Weichenteile. Das hat man vor Ort gespürt, diese Spannung bei den Mitarbeitern, die Spannung beim ganzen Team. Im Film merkt man auch diese Spannung. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung, sich dem zu stellen, wenn man da drinnen steht und man sieht ein 27 Meter langes Teil, was 30 Tonnen wiegt. Es ist schon gefährlich. Also da sollte man nicht mit einer Blindheit rangehen, sondern sich der Gefahr auf jeden Fall bewusst sein. Das ist natürlich meine absolute Lieblingsszene, wie der Schatten der Weiche dort über dem Boden schwebt und langsam runtergelassen wird. Und wir haben relativ frühzeitig schon gesagt, wir möchten das nicht klassisch dokumentarisch haben oder auch nicht klassisch reportagig, sondern wir möchten eine visuelle Ebene da einbauen. Und der Film wirkt heute auch an Stellen fast so ein bisschen wie ein Science-Fiction-Film. Und das ist ganz spannend, dass wir Bilder gefunden haben, die so cineastisch sind, aber gleichzeitig die Geschichte unterstützen, ohne dabei von der eigentlichen Geschichte, dem Einbau der Weichen, abzulenken. Also eine Kranschicht kostet ca. 10.000 Schweizer Franken. Also wenn jede Schicht sozusagen, also eine Schicht sind 8 Stunden, 10.000 Franken. Wenn Sie natürlich da verzögern, dann können Sie berechnen, dann brauchen Sie meistens zwei Schichten. Ne? Das sind schon bei 20.000 am Tag. Aber großartig Licht aufzubauen, das ging ja schon gar nicht wegen den Arbeitssicherheitsvorschriften in so einem Tunnel. Das da Strom reinzulegen, das ist ja Wahnsinn. Insofern haben wir uns mit kleinen LEDs hier und da vielleicht mal ausgeholfen, aber ansonsten nur mit Available Light da unten gearbeitet. Aber das wiederum hatte wieder seinen eigenen Charme und seinen eigenen Look. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und wir waren am Ende fasziniert von den Bildern, die wir dort unten drehen konnten. Als eine der wichtigen Nacharbeiten haben dann die Schweißarbeiten ihren Abschluss darin gefunden, dass wir wirklich ein durchlaufendes Schienenband derzeit haben bis zur MFS Zitronen. Also die Drehbedingungen waren natürlich dementsprechend hart. Also wir hatten ein gewisses Zeitfenster, in dem diese Weichen eingebaut werden sollten. Und da wird nicht auf uns gewartet. Die Dinger kommen da rein, ob wir jetzt daneben stehen oder nicht. Und es sollte halt so sein, dass innerhalb von drei Schichten diese Weichen eingebaut wurden. Das hieß für uns, wir waren 18 Stunden auf den Beinen. Dann ist da unten sind 40 Grad. Da unten ist es laut, da ist es unübersichtlich, da sind Stolperfallen hier und da. Und in einem richtigen Notfall möchte man da unten nicht gefangen sein. Wir haben eine Geschichte erzählt, und zwar die Geschichte von den Ingenieuren, die dort vor Ort dieses unfassbare Bauwerk erstellen. Bauingenieure sind einfache Leute und so verhält man sich entsprechend. Wir sind dann eher die Fäden im Hintergrund sehen. Vor allem auf den Weichen in Zitronen war das schon ziemlich heftig. Wir haben wunderbare Ingenieure gefunden, die das mit Leidenschaft leben, was sie dort arbeiten. Eine Weiche auf den Millimeter genau, sogar weniger als einen Millimeter genau einzusetzen, damit die Züge später ordentlich fahren, das sind natürlich auch spezielle Charaktere. Und um diese Arbeit, die sie machen, auch irgendwie bildlich nochmal zu übersetzen, haben wir versucht,
Bilder zu finden, die in dem Alltag der Ingenieure vielleicht irgendwie auftauchen. Wir haben zum Beispiel einmal das Zurechtrücken der Tasse auf den Millimeter genau im Küchenschrank genommen, als quasi eine Kopie dessen, was er in seiner tagtäglichen Arbeit macht. Ich gucke wirklich auf jeden Millimeter. Und wenn es ein Millimeter noch nach links oder nach rechts oder nach hoch, dann sage ich immer hier, das muss noch gemacht werden. Das ist vielleicht eine Berufung. Das kann nicht jeder Gleisbauer werden. Und das, so haben wir versucht, den Film auch optisch ein bisschen zu brechen, damit man jetzt nicht nur in dem Tunnel ist, sondern auch das Gotthard-Massiv als solches so ein bisschen wahrnimmt, was ja ein majestätischer Anblick ist tatsächlich. Und eines Abends habe ich mir überlegt, ich stelle mal schnell die Kamera auf und mache noch einen Timelapse vom Mond, wie er hinter dem Gotthard-Massiv aufgeht. Und dachte, ich mach das mal, lass ihn laufen und schlaf dabei. Aber ich bin natürlich dann so ein bisschen aufgeregt und nervös gewesen und wollte natürlich wissen, ob es funktioniert. Bin natürlich die ganze Nacht wach geblieben, um halt zu sehen, ob dieser Timelapse funktioniert oder nicht. Und am Ende hat er doch einigermaßen sehr gut funktioniert. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz hübsch geworden, auch wenn ich am nächsten Morgen etwas müde war. Aber dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt.